So, weiter geht's hier mit einem neuen Part von The Witcher 1. Da das Ganze für mich blind ist, wie schon erwähnt, werde ich jetzt hier in dem Dorf erstmal rumlaufen müssen und suchen müssen. Ich soll ja hier mit dem Geistlichen reden, Kräuterhändler. Das heißt, ich werde jetzt erstmal ein bisschen hier rumchickern. Das Leben in der Armee ist halt. Das ist wohl wahr, aber sollte nicht mein Problem sein. Da geht's nicht rein. Hexerarbeit finden. Klar. Linksklick auf Anschlagtafel und zieht verfügbare Anzeigen euer Inventar. Rechtsklickt auf das Anzeigesymbol und schaltet neue Quests frei. Tipps: Sucht nach weiteren Anschlagtafeln, um zusätzliche Quests zu bestreiten. Ja, okay. Würde ich das Ganze mal ausprobieren. Hier ist aber jetzt gerade nichts, wie man sieht. Alles transferieren? Nein. Okay, inzwischen habe ich auch rausgefunden, wie man in die Ego-Perspektive zurückkommt, weil so bin ich es einfach gewohnt zu spielen. Gasthauseingang. Aber wo dieser Geistliche da rumsteckt, wo der Rumlunger, den wir da ansprechen sollen, kein Plan. Das heißt, ich werde jetzt hier eine Weile suchen müssen. Meditiert in Gasthäusern, sprecht mit dem Gastwirt und links liegt auf Meditieren. Tipp, dann können wir Gegenstände einladen, sprechen mit dem Gastwirt. Wir können ja gehen wir jetzt wieder aus dem Gasthaus. Ja, okay. Das verstehe ich. Hier sind aber viele Leute. Hey, wer bist denn du, Schankwirt? Was wollt ihr? Ein Bier. Euresgleichen ist nicht willkommen. Ich wollte ein Bier. Wir haben keins mehr. Na gut, mal sehen, was... Guter Mann. Trinkt aus, wir schließen. Macht das nochmal, Schankwirt, dann bin ich wütend. Wie geil. Und das wollt ihr doch nicht. Nein. Na gut, ich kümmere mich um meine Angelegenheit. Was wollt ihr? Haha, ich bin ein Hexer. Warum so düstere Stimmung? Ich suche jemanden, Gasthaus Walte. Habt ihr ein Zimmer? Ich suche jemanden. Seht euch an den Tischen um. Aber nachts ziehen sie sich in ihre Zimmer zurück. Ich sehe mich ein bisschen um. Was wollt ihr? Warum so? Ich rede nicht mit Fremden. Tut ihr es für? Dafür würde ich den ganzen Tag. Haha. Lebt wohl. War ein tolles, nettes Gespräch. Reisende Spieler. Endlich ein Verlust. Und ihr seid. Neuwaben. Kaufmann. Ich spüre, ihr habt Arbeit für mich. Leider. Mein Freund verschwand in der Höhle unter Visimas Mauern. Oh. Ihr glaubt, dass er tot ist? Ich weiß es nicht. Aber ich bezahle euch 200 Orens, wenn ihr ihn rettet oder zu einem anständigen Begräbnis verhelft. Okay. Abgemacht? Na gut. Mein Freund wollte die Quarantäne umgehen und Visima betreten. Warum ging er durch die Höhle? Wir hatten gehört, dass dort Waren nach... Geschmuggelt, sehr gut. Mein Freund hatte nicht zum ersten Mal mit Ungeheuern zu tun. Kein Problem, ich mach die alle platt. Ist kein Ding. Seid gegrüßt, Hübsche. Durch Zufall. Ich bin nicht Zufall. Müde. Würden die hiesigen Bauern doch nur zufällig Gutes tun. Was wollt ihr haben? Nichts. Lebt wohl. Lass mich doch. Kalkstein. Wir sitzen an einer, der Kalkstein heißt, oder? 13 Optima Mater. Haha. Quecksilberlösung. Sonst hat er keine Schmerzen. Tut mir leid, ich war... Seid gegrüßt. Seid gegrüßt. Ich bin Kalk. Geralt, Hexer. Ein Hexer? Wie geil. Verlangt ihr für eine Gelegenheit euren Körper? Das könntet ihr euch nicht. Ihr würdet der Wissenschaft eine... Na gut. Vergiss allerdings es. Allerdings hätte ich gedacht, dass ihr zuverlässiges Wissen schätzen würdet. Klar. Ich respektiere Wissenschaft. Verstehe. Naja. Mein Respekt vor Alchemisten. Schon gut. Also muss ich auch fragen, Leute. Ich wollte mich einfach mal fragen. Lebt wohl. Schlossen erstmal. Weil ich hier noch gar nicht eigentlich weiß, was die wichtigen Dinge hier sind. Ich würde jetzt erstmal den. Bade. Ich würde jetzt erstmal loslaufen und den anderen. Ich werde geboxt, ich will mitboxen. Tschüss. Ich werde jetzt erstmal gucken, ob ich diesen Geistlichen finde. Weil das ist ja immer noch meine Aufgabe.
Umland von Visima. So, so. Bin ich mal gespannt, wie das Spiel weiter verlaufen wird. Was jetzt noch alles so hier zu entdecken gibt und vor allem, was noch für Gegner auftauchen. So. Also das war definitiv das Wirtshaus und mehr gibt's ja auch nicht. Aber es soll denn hier ein Geistlicher sein? Schaut euch mal an, wie groß das Ding hier ist. Dieses Gasthaus. Abgeschlossen. Ja, nee, ist klar, ne? Wie soll ich jetzt hier auf Hühnerjagd gehen? Das hier ist der Priester bestimmt. Nee. Nee. Das kann doch nicht sein, ey. Der Schmied, was kann der Schmied? Ein Zwergenschmied. Wie süß. Seid gegrüßt. Seid gegrüßt. Ja, ich bin ein Zwerg. Nein, ich unterstütze die Skoyatel nicht. Ja, ich... Beruhigt euch. Ich kann im Grab... Ich komme zur Beerdigung. Zur Hinrichtung auch. Einmal... Man mag Anderlinge... Nirgends in den nördlichen Königreichen. Ein Staatsdiener Visimas wurde jüngst belobigt. Er baute Galgen, speziell... Was ist daran so besonders? Nichts. Aber aus all dem gesparten Holz kann man andere Waren herstellen. Kann ich euch etwas fragen? Was? Wer sind die... Wie heißen die? Sojatel. Warum verfolgen die Leute hier Anderlinge? Lasst uns über Waffen sprechen. Lasst uns über Waffen sprechen. Genau. Bringt mir drei verschiedene Erze und ich schmiede euch ein vortreffliches Stahlschwert. Ich suche nach Erz. Noch etwas. Für 35 Orens könnt ihr dieses vorzügliche Schwertfett haben. Es ist nicht gerade legal, aber ich brauche das Gold. Kein Interesse. Was? Oh, lala. Das war aber jetzt hart, Hexer. Hey, die haben das Tor aufgemacht. Extra für mich. Das ist aber schön. Das war sehr korrekt. Vielleicht kann ich jetzt diesen Typ da suchen, den Dings da. Neue Region betreten, leerstehende Häuser. Ja, das ist alles sehr schön. Soll ich mal die Karte öffnen? Die Questkarte. Einen netten Eindruck, aber... Charaktere, Quests. Die Höhle. Auf der Karte markieren. So, ich stehe jetzt hier. Schmied. Höhle unter den Mauern. Haus des Geistlichen. Ach du je, da könnt ihr mal sehen, wo ich eigentlich hinlaufen muss. Wo ich die ganze Zeit rumgetingelt bin. Das heißt, im Klartext, wir müssen noch hier gehen. Jo. Ich weiß nicht, ob ich diese Häuser hier untersuchen darf. Hier steht das Haus. Ich dachte schon, er greift mich an. Weil man kennt es ja aus anderen Games, dass man angegriffen wird, wenn man Häuser durchstöbert oder da was mitnimmt. Deswegen, Kapelle des ewigen Feuers. Ich möchte auch Schneewittchen jetzt nicht ins Feuer werfen. Lasst mich. Lasst mich, ich will nicht. So, so, der Geralt. Ja. Bin mal gespannt, wann ich wieder auf Gegner treffe. Betreten Dorf, ja. Wieder mal. Oh, wie süß. Naja, ist ja echt gut gemacht. Kann ich mal schon sagen. Halt! Ich sehe einen grünen Punkt auf der Karte. Noch einen grünen Punkt. Was hat das wohl zu bedeuten? Okay, noch ein ganzes Stück geradeaus.
Dann gehe ich erstmal zu dem Geistlichen und wenn ich das gemacht habe, gehe ich zu dieser Höhle. Weil ich habe ja die Quest angenommen. Betreten Umland, ja. Schön. Sehr schön. Ah ja, hier ist eine Kapelle. Oder Kirche, wie auch immer. Was ist denn jetzt los? Hallo? Was will der denn? Den töte ich, ey. Halt! Was seid ihr? Ein Hexer. Wir sind die Bürgerwehr. Ich ziehe los. Wir müssen uns vergewissern, dass ihr nicht krank seid. Ich bin immun. Ich weiß nichts von Immunität. Müssen wir prüfen. Wie geht's mir? Ihr seht schändlich aus, aber gesund. Zieht weiter. Adieu. Wie geil. Ich brauche ein Pferd. Hat jemand ein Pferd für mich? Das ist der Geistliche. Naja, ich werde erstmal speichern und einen Schnitt machen und ja, wie gesagt, wir sehen uns im nächsten Part, Leute, ne?